Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der PES 18 Trainerkarriere. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, rechts oben bei im i verlinkt. Und auch die Verteidigerkarriere. Ich nehme gleich auch eine Folge Verteidigerkarriere auf. Jedenfalls die letzte Folge der Verteidigerkarriere, die ist auch jetzt rechts oben bei im i verlinkt. Manuel Neuer lobt uns. Er sagt, er glaubt, dass wir eine viel bessere Einstellung als früher haben. Und das hätten sie dem Trainer zu verdanken. Natürlich sind ja wieder Trainer. Also haben wir die Mannschaft irgendwie anscheinend motiviert. Eine bessere Einstellung hat sie jetzt irgendwie durch uns bekommen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Spiel gegen Augsburg. Wir spielen auswärts. Das ist der 14. Spieltag, sehe ich gerade. Was? Mir wurde ein Trainerposten bei Juventus angeboten. Juventus Turin, bitte entscheiden Sie sich bis zum 31. Dezember. Denn wie vielten haben wir denn jetzt? 12. Dezember. Als ob ich mich bis Ende des Monats entscheiden muss. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, sollen wir zu Juventus Turin wechseln oder nicht? Ich würde es nicht machen, aber ich schreibe einfach mal in die Kommentare. Also ich würde schon gern bei den Bayern bleiben, weil es erst mein Lieblingsclub ist. Und wir haben jetzt da gerade angefangen, als ob ich jetzt direkt zu Juventus wechsle. Aber könnt ihr in die Kommentare gerne mal schreiben. Da mache ich jetzt keine Abstimmung oder so. Einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. So, wir haben ja auch schon mal gegen Augsburg im DFB-Pokal gespielt. Das lief ja richtig, richtig gut. Da hatte ich die Schwierigkeit noch nicht so hoch gedreht wie jetzt. Aber das lief damals richtig, richtig gut. Jedenfalls will ich ein bisschen durchwechseln jetzt einfach mal. Wir haben jetzt zwei leichtere Spiele, sag ich mal. Man darf es nicht unterschätzen, definitiv nicht. Aber trotzdem würde ich gerne mal ein bisschen durchwechseln, weil es jetzt nicht so die wichtigsten Spiele sind. Natürlich will ich sie gewinnen, weil wie gesagt, wir brauchen die Punkte. Wir sind jetzt nicht so weit weg von den ganzen anderen Plätzen. Aber ja, da gibt es wichtigere Spiele. So, damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Ich denke, das lassen wir so. Robben und Lewandowski werden dann irgendwann zur Halbzeit, nach der Halbzeit ausgewechselt. Übrigens jetzt hier nochmal die Aufforderung, schreibt mal in die Kommentare, welchen Stürmer wir uns als Ersatzstürmer holen können. Denn zum Beispiel jetzt, wenn ich Lewandowski rausnehmen wollte, gegen wen soll ich den denn tauschen? Sandro Wagner ist jetzt nicht hier, das habe ich am Anfang der Saison verkackt. Und ja, gegen wen soll ich denn tauschen? Gegen Müller ist überhaupt nichts, weil Müller kann kein Sturm spielen, meiner Meinung nach. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie doof. Aber wir müssen uns trotzdem am besten jetzt schon einen Ersatzstürmer holen. So, auswärts gegen Augsburg mit einer B11 bis auf Neuer, Robben und Lewandowski. Die sind aus der A11. Aber ja, B11 kann man jetzt auch nicht sagen, weil es sind trotzdem sehr gute Spieler dabei. Aber das ist nun mal die Bayern B11. Kann man nichts machen. Ich hoffe, wir holen uns trotzdem den Sieg, denn es wäre sehr, sehr wichtig. Let's go. Oh, da ist das Ding, wie in der letzten Folge. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen. 1:0 Robert Lewandowski. So ähnlich der Treffer der letzten Folge. Das war für mich das Tor des Monats. Und jetzt haut Lewandowski hier nochmal so einen raus. Beziehungsweise wieder so ähnlich. Seid, falls ihr ein bisschen Glück gehabt, der geht an die Latte und dann doch noch rein. Aber war wahnsinnig gut trotzdem genommen hier die Flanke. Wenn du eine Flanke so nimmst und so rein donnerst, mega. 0-1. Komm, er macht ihn. Robert Lewandowski. Nicht sein allerschönster Treffer, aber der Doppelschlag. 14 und 18 Minute, 0:2. Robert Lewandowski hat jetzt insgesamt 21 Saisontore an Spieltag Nummer 14. Heftiger geht's nicht. Hast hier ein bisschen Glück, dass der Ball direkt wieder zu ihm zurückkommt. Aber vom Ding her war es natürlich gut gemacht. Tolisso erobert hier den Ball und spielt ihn dann super auf Robert Lewandowski. Ja, wie gesagt, der hat dann ein bisschen Glück, dass er ihn direkt nochmal vor den Fuß bekommt. Aber Glück muss man auch haben. Und wir kriegen das Tor. Ich habe schon kommen sehen. Aber du kannst es nicht verteidigen. Das ist das Hässliche daran.
bist die deutlich bessere Mannschaft und merkst, wie Augsburg jetzt das Tor macht. Willst es verhindern, aber kannst es nicht. Komm nicht hinterher. Ich weiß zwar, was sie machen wollen, was sie wahrscheinlich vorhaben. Meistens kommt es dann auch so. Aber ich kann es nicht verteidigen manchmal, echt. Das ist richtig ätzend. Und obwohl wir die beste Mannschaft sind, 1-2 Anschlusstreffer. Und wieder ein bisschen Glück dabei, macht nix. Das Tor von Augsburg war auch nicht gerade verdient. Also, direkter Gegenschlag, wieder mit ein bisschen Glück. Wieder ein guter Pass von Robben, jetzt diesmal auf Tolisso. Und der schießt Richtung Tor, Torwart lässt nur abprallen und er kriegt den Ball nochmal auf den Fuß zum 1-3. Halbzeit, 1-3. Für uns, das läuft doch gar nicht übel. Wie gesagt, das eine Tor, also eigentlich jetzt 2-0 stehen müssen zur Halbzeit. Wir sind normal die bessere Mannschaft jetzt gegen Ende hin, haben wir ein bisschen nachgelassen. Hatten vor dem 1-2 60% Ballbesitz. Dann fiel das 1-2, dann haben wir zum Glück das 1-3 gemacht. Aber ja, wir müssen einfach wieder so weitermachen, wie wir bisher spielen, dann läuft das schon echt gut. Robben geht schon mal, Müller kommt. Später wechseln wir dann auch noch Lewandowski aus. Da warten wir aber noch ein bisschen. Oh, da ist Müller und er macht ihn nicht rein. Der Torwart kratzt ihn da von der Linie. Wie krass war das denn? Oh! Wieder Müller und wieder die Parade. Da kommt nochmal die Flanke in die Mitte. Lewandowski und er ist drin. Yes. 78. 1-4. Sack ist zu. Deckel drauf. Fertig. Müller mit der nächsten Großchance, die er nicht nutzen kann. Weil das war jetzt schon ein bisschen... Winkel war jetzt nicht so geil. Rafinha kriegt den Flanke. War gut. Lewandowski macht ihn. Deswegen habe ich ihn noch ein bisschen drin gelassen. Jetzt kann ich ihn auswechseln für die letzten 10 Minuten. Schick, schick. War aber auch schön gespielt vorhin von James und Müller. Deswegen kam Müller da so schön frei zum Schuss. Mega nice. So, Lewandowski geht. Dreierpack. 22. Saisontore jetzt. Für ihn kommt Thiago. Müller geht jetzt auf die Stürmerposition. James Rodriguez geht auf die Position von Müller eben, also Robben. Und Thiago auf die offensive Mittelfeldposition. Und Augsburg macht das Tor. Das ist so unverdient, echt. Das ist so unverdient. Dass wir hinten so viele Tore kassieren, das ist echt, das ist nicht gut. Das hätte hier zu Null ausgehen können. Wir sind so dominant und der eine der Elfer hier drängelt sich durch. Spielt den Pass einmal hoch, kriegt ihn wieder und zieht ab. Ich wusste ja, dass er ihn wieder kriegt, das war mir ziemlich klar. Aber ich konnte da mit Süle trotzdem nicht richtig drauf gehen. Eigentlich richtig. Es ist echt, es ist so, wir sind viel besser einfach. Und es ist richtig dumm, dass wir das Tor jetzt kassiert haben. Aber es muss ja irgendwie so kommen, es muss so kommen. Die B11 überzeugt hier richtig gut. Der Pass war jetzt nicht so geil. Das war eine der wenigen Fehlpässe. Wir hatten vorhin 92% erfolgreiche Pässe. Mal gucken, wie das am Ende da aufgelistet wird. Komm, schieß einfach mal. Ist ja jetzt eh wurscht. Aber echt, die B11 hat so überzeugt. Und kriegt hier dann noch so einen unnötigen Gegentreffer. Ha. Naja, 3 Punkte auf jeden Fall. Und super Auswärtssieg. 2-4 kann man trotzdem nicht meckern. Hätte auch 3-0 oder so ausgehen können. 4-0. Naja, ist okay. Kann man nicht meckern, passt schon. Wir gucken jetzt nochmal hier, ja, hier steht es jetzt leider nicht im Prozent, aber 217 Pässe gespielt, davon 201 angekommen, also wirklich einer von wenigen Fehlpässen gerade eben. 62% Ballbesitz, 15-4 Schüsse und 9-3 aufs Tor,
Also im Allgemeinen waren wir deutlich besser, deswegen verdienter Sieg. Hätte, wie gesagt, auch noch höher ausfallen können, beziehungsweise zu Null eben. Ja, andere Ergebnisse. Leverkusen, Frankfurt 0-0, Schalke, Freiburg 2-0, Gladbach gegen Hertha 0-1, Augsburg gegen Bayern 2-4, Mainz gegen Dortmund 2-0, Stuttgart gegen Wolfsburg 0-1, Hoffenheim gegen Bremen 0-1, Hamburg gegen Köln 1-3, Leipzig gegen Hannover 0-2. Jetzt blicken wir auf die Tabelle und wir haben immer nur noch 2 Punkte Vorsprung von Hertha. Die haben jetzt knapp einen 1-0 Sieg geschafft gegen Gladbach, soweit ich weiß. Wenn nicht, habe ich schon wieder vergessen, keine Ahnung. Wir spielen jetzt gegen Hamburg, gegen den letzten Platz, gegen den Letztplatzierten. Ich glaube, jetzt kommt nicht die B11, jetzt kommt so ein Mischmasch aus der B- und C11. Also ich gucke jetzt mal, dass ich wirklich viele Spieler spielen lasse, damit auch ein bisschen die Kaderzufriedenheit stimmt. Hier sehen wir das Vertrauen des Besitzers bei 92% und Kaderzufriedenheit bei 61%. Und die kann, vielleicht steigt sie, ich weiß es nicht, wir probieren es jetzt aus, wenn wir halt alle Spieler öfter mal ein bisschen spielen lassen. Deswegen jetzt auch ein paar Bayern-Bubis, wie es letztens so schön gesagt wurde im Fernsehen, die C11 ein bisschen mit reinmischen. Mal gucken, ich zeig's euch gleich. So sieht die Mannschaft für heute aus. Die Bayernbank voll bepackt mit Stars. Falls was schief geht, können wir auf jeden Fall einwechseln. Wir haben auf der Bank Javi Martinez für Verteidiger. Dann Thiago, Müller, Tolisso, Ribéry, Robben, alles Superstars. In der Mannschaft spielt jetzt Neuer spielt noch und Lewandowski auch. Wie gesagt, für Lewandowski habe ich einfach keinen Ersatz und Neuer will ich einfach drin lassen. Torhüter zu wechseln macht eigentlich keinen Sinn. Aber spielen Rafinha, Süle, Götze, Friedl, dann Rudi, Dorsch, Benko, Coman, James Rodriguez und Lewandowski. Wir dürfen natürlich nicht so überheblich sein. Spielen hier auswärts im Volksparkstadion gegen Hamburg, dass wir jetzt so junge Spieler da haben und ja, die haben fast noch nie gespielt, beziehungsweise noch nie gespielt. Und Hamburg ist jetzt nicht schlecht, ne? Man kann das nicht einfach so sagen. Denn dann kann es sein, dass wir hier wirklich irgendwie mit dem Unentschieden oder einer Niederlage rausgehen. Aber wir haben wirklich wichtigere Spiele noch in der Saison und wir müssen auch mal die jungen Spieler spielen lassen, das ist klar. Wir müssen halt ein bisschen auf die Fitness auch gucken und die jungen Spieler auch mal spielen lassen. Und ich hoffe, sie zeigen uns hier in Hamburg, dass sie auch das Zeug haben, das Ding hier zu gewinnen. Let's go! Ja, da steht schon mal 1-0 für Hamburg. 5. Minute, Bobby Wood. Die Hamburger wird das natürlich freuen, dass wir hier so eine Mannschaft aufgestellt haben. Denn die haben 4 Punkte bisher, die müssen natürlich Punkte sammeln. Und ja, wenn sie gegen Bayern spielen, wollen sie sich natürlich anstrengen, um hier nicht komplett zu verkacken. Abwehr hinten eigentlich fast gar nicht vorhanden. Und ja, deswegen 1-0. Freistoß. Ein bisschen glücklich, denn eigentlich war der Ball schon lange weg, ich bin dann nur noch weiter gerannt, deswegen gab es da vielleicht Schuss. Aber es war natürlich ein Foul, da kann man nichts gegen sagen. Hier, die haben mich da schon hier ein bisschen umgehauen und dann hier bin ich einfach weiter gerannt und hingefallen. Freistoß, James Rodriguez, das ist jetzt eine Möglichkeit für die Bayern, das Tor zu machen. James Rodriguez in die Mauer und Ecke. James Rodriguez! Dann macht er es halt eben so. 1-1 in der 28. Spielminute. Endlich. Nach der Ecke haben wir den Ball hier noch ein bisschen rumgepasst. Der kam perfekt zu James Rodriguez und der haut den da rein zum 1-1. Ausgleichstreffer. Weiter geht's. Oh, Lewandowski. Schlechter Schuss von Rudi hier. Jetzt kommen wir so langsam. Also Ballbesitz und so haben wir wahrscheinlich wieder relativ viel. Haben aber bisher gar nicht so die Chancen gehabt. Jetzt kommen wir so langsam. Jetzt wird's was. Ich hoffe, dass jetzt noch das Tor fällt vor der Halbzeit.
Wird nicht einfach. Halbzeit. 1:1. Ja, das Tor ist doch nicht mehr gefallen, das war ja klar. Also schwer ist es auf jeden Fall, hier ein Tor zu machen. Einfach ist es auf keinen Fall. Ich lasse jetzt noch ein bisschen spielen in der zweiten Halbzeit. Und dann kommen drei Wechsel. Da bringe ich dann halt Müller rein, Thiago und solche Spieler. Ribéry vielleicht oder Robben, mal gucken. Die mir das Spiel dann da vorne ein bisschen vereinfachen. Also dass es so ein bisschen die Torchancen einfach besser werden. Und dann hoffentlich fällt das Tor und ich hoffe, dass wir hier irgendwie gewinnen. Jawohl, da fällt's doch schon. Robert Lewandowski mit dem Kopf. 1:2. 50. Spielminute. Wir gehen in Führung. Spiel gedreht. Cooler Pass hier von Rudi auf Friedl, der ihn dann direkt nimmt und ihn in die Mitte flankt. Perfekt auf Robert Lewandowski. Schöne Vorlage von Friedl, muss man sagen. Er nimmt ihn hier aus der Luft und flankt ihn da in die Mitte. Perfekt, wie gesagt, auf Robert Lewandowski zum 1:2 der Bayern. So, da wir führen, stärken wir das Mittelfeld mit Tolisso und Thiago, die beiden ZMs jetzt rausgenommen. Und Robben geht auf rechts, James Rodriguez in die Mitte, ZOM. Oh, den Robben! Und der kullert nicht mal raus, der bleibt nur im Spiel. Das Spiel ist rum, wir haben gewonnen mit 1:2. Ja, ich bin zufrieden dafür, dass es die C11 war, die sich hier auch mega über diesen Sieg freut. Es ist auf jeden Fall komplett in Ordnung. Ich habe am Ende noch ein bisschen gezittert. Es wäre natürlich schöner, wenn wir hier ein 1:3 hätten. Musste da am Ende noch ein bisschen zittern. Und hoffen, dass wir keins mehr kassieren. Weil mit der Verteidigung weiß halt nie, ob dann nicht dann doch mal einer durchflutscht. Aber Mittelfeld hat funktioniert. Haben wir die Bälle ein bisschen gewonnen. Und so haben wir auch das Spiel gewonnen. Und Hertha hat verloren, sehe ich. Die anderen Ergebnisse, also jetzt alle mal vorgelesen. Hier. Schalke gegen Leverkusen 1:1, Gladbach gegen Frankfurt 4:0, Augsburg gegen Freiburg 1:4, Wolfsburg gegen Dortmund 0:2, Mainz gegen Werder Bremen 1:0, Stuttgart gegen Köln 2:0, Hoffenheim gegen Hannover 3:1, Hamburg gegen Bayern 1:2 und Leipzig gegen Hertha 1:0. Heißt, Hertha hat verloren und Schalke hat nur unentschieden gespielt. Heißt, wir sind 5 Punkte vor der Hertha und 7 Punkte vor Hoffenheim. Also haben wir ein bisschen was gut gemacht, ein paar Punkte bekommen, Punkte Abstand bekommen, sagen wir es so. Und das war's von dieser Folge. Schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge vorbei, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.